war dieses Mädchen die beste DSDS-Kandidatin aller Zeiten? Eins steht fest, sie hat das ganze Land sprachlos gemacht. Heute Elmagis Talentshow mit einem 5. Jurymitglied. Liffy wird ihren Senf dazugeben. Viel Spaß. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Elmagis Talentshow. Ihr wisst es, heute gucken wir uns wieder Talente an und wir gucken, ob die Kandidaten weiterkommen oder nicht. Heute aber nicht, ihr seht, 4 Jurymitglieder, 5 mit mir, sondern wir haben ein 6. Jurymitglied. Hi. Und zwar die kleine Liffy. Sie hatte sehr Lust, ein Video mitzudrehen und du wirst heute mal bestimmen, ob die Kandidaten weiterkommen oder nicht. Mhm. So, wir starten jetzt mit der ersten Kandidatin. Okay, let's go. Die Kandidaten siehst du hier. Mal schauen, ob sie gut singt oder nicht gut singt. Mhm. Hey, Lieben, ich bin Marie, ich bin 16, singe für mein Leben gerne und jetzt zeige ich euch mal kurz meine Familie. Ich bin der Marvin und ich bin Maries Bruder. Ja, Mann, mein süßes Hallo. Hier mein Papa. Hallihallo. Mama. Der Oscar. Der ist ein ganz, ganz, ganz lieber Arsch. Oh, der ist cool. Hallo. Ich bin schon richtig gespannt auf meinen Vogel. Hast du einen Vogel? Ja, Oscar, mein Möwe. Ein Kuscheltier. Liffy meint ein Kuscheltier. Aber ich glaube, das war ein lebendiger Vogel. Ja. Und okay. Freue mich auch schon und wir sehen uns dann. Mhm. Genau, und zwar beim DSDS-Casting in Hamburg. Ich bin heute mit meiner Mama hier. Was, in Hamburg? Ja. Ah, da hast du Harry Potter geguckt, ja, ne? Mhm. Gilt die Mutterliebe auch deinem Gesang? Wenn ich nicht von ihrer Stimme überzeugt wäre, wäre sie nicht hier, sagen wir es mal so. Hallo Bonnie, jetzt ist es soweit, du kannst mitkommen. Okay. Okay, was ist deine Einschätzung so? Glaubst du, sie ist gut oder glaubst du? Ja, ich glaube, sie ist gut, weil sie sehr, sehr nett ist. Okay, also nett ist sie auf jeden Fall und sie hat eine sympathische Familie. Und einen süßen Vogel und einen süßen Hund. Ne? Mal schauen aber, ob der Gesang. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, glaube ich, wenn alle sagen so, nee, lass es lieber sein mit dem Singen. Das wäre halt so ein bisschen so, also es ist so ein Schlag ins Gesicht in dem Moment. Vor allem noch Schülerin, da gucken natürlich auch alle aus der Klasse das, die natürlich das Casting und dann wird sie natürlich auch gut sein, ne? Ja, und wenn sie schlecht sind, dann hat sie ein riesengroßes Problem vor der Schule. Das stimmt. Nicht wundern, Liffy hat sich gerade nur einen kleinen Duplo geschnappt, ja? Hallo. Hallo Marie. Hi. Hi. Mein Gott, ich sehe euch live. Wahnsinn. Na, geht's dir gut? Ja, bei mir ist alles gut. Also ich wollte mich mal kurz vorstellen, ich bin Marie, ich bin 16, komme aus Duisburg und gehe momentan noch zur Schule. Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Ja, also... Sängerin wahrscheinlich. Also Musikerin, klar. Ehrlich? Was zeichnet dich so aus, wenn du Musik machst, wenn du... Also für mich ist immer wichtig, dass ich so bin, wie ich... Was willst du mal später werden? Weißt du das schon? Weiß noch nicht. Auch vielleicht Musikerin, Sängerin? Auf einmal. Vor anderen zu singen, nein. Auf keinen Fall. Ich will mich nicht verstellen. Ich will, wenn ich auf der Bühne stehe, meine Gefühle zeigen und so einfach das zeigen, was ich kann. Und so das suchen wir. Wow. Ich will meine Gefühle zeigen. Finde ich total stark. Hast du denn schon mal vor Publikum gesungen? Ja, also ich habe schon einige Auftritte gehabt jetzt und so ein bisschen Erfahrung habe ich. Also es ist natürlich noch was anderes, so vor so Profis zu stehen, so wie euch. Aber... Und was machst du? Also was ich also singe? Was wolltest du singen? Also ich würde gern von Whitney Houston I Have Nothing singen. Okay, glaube ich, das ist ein sehr, sehr schwerer Song, den sie singen möchte. Okay, den habe ich noch nie gehört. Nee, ich sag mir jetzt auch nichts, aber Whitney Houston, hast du schon mal gehört? Nein. Die Sängerin? Nee. Ja, mal schauen, ob sie das gut kann. Also das würde ich wirklich sehr gern singen. Ich weiß, aber lasst mich versuchen. No. Also singst ich einfach genau, gut? Ich weiß genau, wie es aussieht. Singst einfach? Das glaube ich... Ein bisschen stöckend sind, weil da sind bestimmt auch schwierige Wörter und so drin. Ja, ja, also der Song ist auf jeden Fall sehr schwierig, deswegen Dieter Bohlen, der hat auch sehr Ahnung so und der merkt direkt so, wenn Songs schwer sind und wenn die leicht sind. Ne? Das merke ich jetzt schon, dass du bist auch selber in der Jury, muss man wissen. Die sind am Anfang manchmal ein bisschen skeptisch, werden die manchmal auch vom Gegenteil überzeugt und dann machen die so richtig baff und dann stehen die da mit offenen Mündern und denken sich so, oh, die ist ja doch echt gut. Ja. Und am Ende hast du das letzte Wort, Liffy. Was die reden, ist egal. Okay. Du entscheidest, ob die Kandidaten weiterkommt. Aber du singst auch gerne mit. Du willst nicht professionell singen, aber du singst gerne mit bei dir dann. Wir sind vor ein Auto gefahren und hat Liffy sehr lautstark mitgesungen. Ja.
würde es gern probieren. Frau weiß, was sie will. Der einfache Song. Und wenn es euch nicht gefällt, dann einfach stoppen. Einfachen Song, so einen kleinen einfach. Also sie lässt sich nicht überreden. Sie will ja diesen Song singen. Ja. Okay. Für dich nur ganz kurz. So, guck mal, deine kleine Stimme. Du hast eine ganz kleine Stimme. Wir werden sehen. Okay, ich versuch's, okay? Ja. Wenn es nichts wird, dann gehe ich sofort. Mensch, das Mikro ist größer als du. Nein, ist größer. Ja. Aber ist, finde ich cool. Also die bleibt richtig so stark und bleibt bei ihrem Song so. Ja. Aber ich bin trotzdem selbstbewusst und versuch's. Jetzt haben wir so lange geredet, jetzt singst dann auch. Komm. Okay. Ja, ihr seid schuld. Viel Erfolg. Ich bin gespannt. Er hält sich die Hand schon so. Wir machen auch laut. Er hat schon direkt an den ersten Tönen gemerkt, dass das gut wird, ne? Ja. Hast du deinen Blick ja gerade gehört? Also man merkt das schon an den ersten Tönen, finde ich jetzt schon, dass das krass ist. Sie hat schon Tränen in den Augen. Ja. Findest du das nur Mittel? Nein. Ach so. Nein, ach so, aber du hast eine eigene Meinung. Also du, wenn du es nur Mittel findest, darfst du auch so machen. Aber, nein, du kannst, aber genau, du, wir machen, Freunde, wir machen, das ist super, das ist schlecht und dann, ja, so. Aber okay, ich finde es schon richtig schön, wie sie singt auch. Oh. I can't run for myself, there's nowhere to hide. Das ist richtig gut, die ist 16, das darf man nicht vergessen, die ja ist ja auch jung. Ne? Und Livi, du bist ja unsere Musikexpertin und gefällt dir auch? Ja. Ja. Ich bin gespannt, was Dieter gleich sagt. Also, ob er begeistert ist oder ob er sagt, ja, aber okay. If I don't have you, okay. Das ist ja gut, ne? Ja! Sehr gut. Da drüben ist auch richtig die Mama bestimmt. Ja. Toll. Uiuiui, ist spannend. Guck, was sie sagen. Marie, wow, dass ich dich erleben darf. Manchmal fühle ich mich total privilegiert, hier sitzen zu dürfen und dabei zu sein, wie so jemand wie du zum Beispiel hier sein. Das ist in Hamburg, sagst du? Was? Wieso sagst du? Wegen dem Schiff im Hintergrund? Das ist wirklich Hamburg. Ich erkenn's. Okay. Weg macht und wirklich sein Herz öffnet und du hast wirklich Kontrolle, richtig Kontrolle über deine Stimme und du hast Gefühl. Marie, ich bin komplett, du hast mich voll in deinen Bann gezogen, ich bin komplett fasziniert. Zweimal 5 Jahre. Also, I'm a fan, tatsächlich. Dankeschön. Du lebst es richtig und du hast so viel Gefühl in deiner Stimme. Du kannst wirklich alles singen. Das hast du wirklich gut gemacht, Marie. Ja, aber hat gut alle gemacht. Omas in Deutschland, die das jetzt gehört haben, ja, die werden sagen, oh, toll singt die. Ja. Ja. Also für ein 16-jähriges Mädel, da die Töne, da, die ja du da getroffen ja hast, das war echt prima. Ja. Ja. Also wie gesagt, meine Meinung auch, ich fand es richtig gut. Man muss ihr Alter berücksichtigen und es ist ein schwieriger Song. Ich kannte das Lied gar nicht, das Originallied. Aber von mir gibt es auch ein klares Ja. Livi? Ich fand es echt gut, auch wenn sie... Sie ist 16 Jahre alt. Wie kann sie so schön singen? Mhm. Also, ich gebe ihr auf jeden Fall eine klare 1. Also, okay, auch, super. Wenn... Das ist auch bestimmt ein richtig schwieriges Lied. Ich ja habe es auch wirklich noch nie gehört. Ja, ja. Okay, viermal ja. Dankeschön, ja, vielen Dank.
6-mal ja. Von uns beiden auch. Die ist weiter. Wow, da hat's Marie dem Pop-Titan aber mal ordentlich gezeigt. Ja, den hat sie echt gezeigt, weil die waren am Anfang alle skeptisch. Mal gucken, wie es in Köln weitergeht. Hier liegt die nächste DSDS-Kandidatin noch im Dornröschenschlaf. Mein Wohnort. Genau, sein Wohnort. Und träumt vom Titel. Psst. Die sieht jung aus, ne? Ja, ich schätze ein 14 oder 15. Ja, so jung. Ich glaube, ich darf da nicht mal mitmachen. Ich glaube, DSDS ist erst ab 16. Aber wir gucken. Nach dem Aufstehen einen kräftigen Schluck aus der Pulle und ein starkes Selfie. Wer bist du? Also bei ihr bin ich mir sehr unsicher. Da sage ich, entweder geht das komplett in die Hose oder sie ist richtig gut. Aber kein Mittelding. Ich glaube, sie verkackt es ein bisschen, aber ich glaube, sie singt auch richtig gut. Ich will jetzt auch keine falsche Einschätzung haben. Okay, du glaubst, sie verkackt es ein bisschen, singt aber auch richtig gut. Ja. Das ist eine super Einschätzung. Oh, Papa. Und wie findest du die Tabulen? Also diese Frage ist jetzt echt ein bisschen so direkt, ja? Ja, wie finde ich die Tabulen? Weißt du überhaupt, wer das ist? Es würde mich sehr freuen, die Tabulen persönlich kennenzulernen und gemeinsam... Dieter Bohlen ist der ganz rechts saß, weißt du? Das Glück miteinander zu verdoppeln. Wunsch, Traumberuf ist es, einen Beruf auszuüben, der mir täglich Freude und Spaß bereitet. Und das ist natürlich nicht so eine ganz präzise Formulierung deines Berufswunsches. Ja. Ich finde sehr viele Inspirationen. Ich mag den Automobilverkauf. Ah, okay. Und was magst du Autos und Motorräder? Nee. Magst du laut Motorräder? Die sind zu laut. Willst du singen jetzt hier für uns? Ich singe jetzt gerne einen Disney-Song. Okay. Disney. Welchen? Disney-Filme kennst du auch, ne? Ja, die mag ich. Of the Wind. Ah, okay, alles klar. Warst du noch nicht? Aber das ist doch in Paris, ne? Ja, mein Papa erlaubt mir das nicht. Mein Papa sagt, das ist für Babys. Pocahontas. Ja? Sie hat auch Ähnlichkeit mit Pocahontas. Das ist... Die Sängerin. Kenn ich nicht. Pocahontas kennst du nicht? Nein. Deswegen, also vielleicht singt die sogar einen Song von Pocahontas. Wir gucken, was sie singt. Ja, das passt doch. Ja. So optisch. Ja? die ist irgendwie komisch. Ja. Das ist ein Mikrofon. Mikro. Sie weiß nicht, was ein Mikrofon ist. Hast du schon mal so ein Mikrofon in der Hand gehabt? Nee. Ja. Das bitte. Also wenn sie noch kein Mikrofon in ihrem Leben in der Hand hatte, ist okay. Aber wenn sie noch nie irgendwie gesungen hat, dann das wäre schwierig bei DSDS. Das wäre sehr schwierig. Wie falsch ist das? Statik. Ah. Okay. Jetzt zieht sie an. Sunatta heißt sie. Von Colors of the Wind. Ja, aus Disney's Pocahontas. Das ist. Sie singt sie richtig leise und irgendwie auch richtig komisch. Ein bisschen schief. Ich kenne das Lied aber auch nicht. Kennst du das Lied? Okay. Boah. Wo ist die? Das war extremst deprimierend gesungen und vom Gesang kann man auch nicht reden. Gar nicht gut. Ja, du bist so ein ganz feines, positives Wesen. Das finde ich super schön. Ja, sie ist echt voll lieb. Sie ist eigentlich voll lieb, so voll nett, aber gesanglich reicht es nicht.
Aber kann man jetzt, ist sie bestimmt richtig traurig. Aber ich sag auch, das ist gar nicht gut gewesen. Richtig stocken, richtig schief, richtig leise irgendwie. Ja. Musikexpertin Liffi redet. Wir haben den Laptop irgendwie auch richtig auf laut gestimmt und wir hören einfach nichts auf dem Laptop. Ja, wir haben eine sehr leise, zärtliche Stimme, ja. Aber ich glaube, vielleicht werden die Autokäufer besser bei dir aufgehoben. Aber danke, dass du da warst. Für mich ist das leider auch nicht viel besser als simples Karaoke-Niveau. So wird das nichts. Es war eine lange Reise bis dahin und danke trotzdem. Ich bin ein bisschen müde. Ich weiß, dass ich jetzt meine Stimme momentan jetzt nicht... Ja, die ist so ganz klein, weißt du, so ganz klein. So wie ich weiß, ich hatte so letztens... Überhaupt gar nicht traurig, finde ich gerade. Nee, sie ist richtig aufgeregt, richtig fröhlich. Sie sagt, es war eine lange Reise bis dahin, so, aber nee, aber sie ist... Ja. Wie die Nasenhaare von Rapunzel, so dünn. Ich bin jetzt wirklich, ich bin einverstanden mit... So eine dünne Stimme hast du, ganz dünn. Ich bin einverstanden mit der Rückmeldung. Okay, vielen, vielen Dank. Wäre auch schlecht, wenn sie nicht einverstanden ist. Aber es gibt viele andere Reaktionen, oder wo ich auf... Ja, richtig blöd und traurig. Ja, aber und sie diskutiert auch manchmal und akzeptiert das nicht. Die so, nö, ich kriege ein Nein, das akzeptiere ich nicht. Ja, aber sie ist richtig normal gerade. Mhm. Ja, sie juckt das irgendwie nicht richtig. Dass du da warst. Dankeschön, ja. Alles Danke. Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Danke auch. Also von mir auch leider ein Nein. Das reicht natürlich nicht. Was sagst du, Liffi, nochmal? Auch ein Nein, aber ich finde auch richtig gut von ihr, dass sie richtig stabil war und ruhig war. Weil, wo sie gesagt haben, nein, das war gar nicht. Mhm. Ja, stimmt. Sie hat sehr respektvoll reagiert. Ja, da legst dich nieder, Sunata. Das raus, erstmal legst du dich aufs Sofa schlafen. Ja. Oder wie Konfuzius sagt, meditieren geht über musizieren. In Frankfurt tanzt sich die nächste Superstar-Anwärterin warm. Ich bin die Sitare, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Wien. Dann bist du wohl Schlawinerin? Also Sitare ist persisch, mein Papa ist Perser. Ah, ein Teppich also. Auch habe ich auch noch nie gehört, den Namen. Und mein Name bedeutet Stern. Dann bist du ja quasi schon ein Star. Sitare ist ein ganz tolles Mädchen. Ich bin so stolz, dass sie meine Tochter ist. Und du kannst stolz sein auf so viel Rückhalt aus der Familie, kleines Sternchen. Meine Familie unterstützt mich total. Da bin ich auch wirklich sehr dankbar dafür, weil das ist nicht selbstverständlich. Das Lied haben wir vorhin im Radio, haben wir vorhin im Auto gehört. Das ist was im Hintergrund war. Meine Mutter ist wie mein Chauffeur und mein Manager zugleich. Deine Hobbys sind Selfies? Die Sitare ist Kandari. Ich bin 17 Jahre alt. Hab den weiten Weg aus Wien gewagt. Bin aber halb Perserin, halb Österreicherin, bin aber in Dubai geboren, habe dort gelebt, bis ich ungefähr 7 war, bin dann nach Wien gekommen und seitdem bin ich dort glücklich. Was singst du denn für uns? Ich hätte aus Giuditta eine Operette von Le Havre, meine Lippen, sie küssen so heiß. Eine Operette? Sie ist Opernsängerin. Das hörst du wahrscheinlich nicht, die Musik, ne? Ist das Opa ist? Opernsängerin? Die singen so ganz hell. Jetzt kannst du gleich gucken. Oder aus My Fair Lady, I could have danced so much. Also du machst Operette, ja? Operette, Musical, sowas. Okay, ja, was für Musical? Ja, sing mal los. So. Meine Lippen küssen so heiß, aber ist dein Auftritt auch so stark? Ja, ich glaube auch, dass sie so gut singen kann. Also, weil sag mal jetzt auch schon eine schöne Stimme. Ja, ich glaube auch, dass sie gut singen kann. Wir, die Jury und Mama sind gespannt. Let's go. Mal schauen. Ich weiß es selber nicht, warum man gleich von Liebe spricht, wenn man in meiner Nähe ist, in meiner Also ich würde diese Musik niemals, ich würde die Musik niemals privat hören, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht leicht, dass sie singt so. Ja, auf jeden Fall ist es ein bisschen viel zu hoch. Viel zu hoch, okay, wir gucken weiter. Wenn er mich sieht, wenn er an mir vorbei. Ja, aber er genießt das. Ja. Seine Augen. Also. So, sie kommt näher, ja. Lausche meinem Lied, dann wird mir klar der Grund. Du bist immer am Essen, ne?
Gerade Duplo, wir hatten nicht ein Video drehen, wir müssen immer essen. Das war der Auftritt. Was sagst du? Ich sag ganz schön hoch, so mittel. Also nein. Aber nein? Ja. Ziemlich hoch. Okay, Lilly ist wirklich ein knallhartes Studiomitglied. Was sagt Katze? Die will einfach nur weg. Sie sagt einfach auch nein. Sie will einfach nur weg. Es war sehr hoch und ich würde das privat noch nicht hören, aber sie hat es halt trotzdem, ich glaube, es ist trotzdem sehr spitz. Liegen über die Katzenhaare durch die Gegend. Aber ich glaube, es ist trotzdem sehr schwer, das zu singen. Und dafür hat sie es gut gemacht. Und vor allem mit diesen hohen Tönen. Deswegen, ja. Mal gucken, was die Julie sagt. Okay, ja. Wir schauen mal. Du kannst singen, du hast Talent. Ich glaube nicht, dass du dir in dieses Genre passt. Aber das muss das Publikum entscheiden. Singen kannst du, deshalb kriegst du von mir ein Ja. Oben gesungen hast, hat das Glas so ein bisschen Sprünge bekommen. Das war schon ziemlich amtlich, also technisch, wow. Von mir würde das ein Ja bedeuten. Dankeschön. Du hast einfach mit deinem klassischen Gesang wirklich hier alles abrasiert. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe richtig Gänsehaut gehabt. Wenn ich jetzt rein den Gesang bewerten muss, dann muss ich dir einfach ein Ja geben, weil es war Weltklasse. Ich bin auch begeistert und du bist 17, ist das richtig? Wow. Also ich habe mit 18 mein Studium an der Bayerischen Theaterakademie begonnen und habe da aber noch nicht annähernd so geil. Okay, bla bla bla, die geben, sagen jetzt auf jeden Fall alles. Wie weiter? Ja. Krass, da ist, bist du tatsächlich die Einzige mit einem Nein, tatsächlich, ja. Die sehr, sehr kritisch ist. Ja. Freunde, wir machen noch ganz kurz die Grüße, also ich grüße in jedem Video Leute. Ja, ich weiß. Grüße gehen in diesem Video raus an die Margangs Anders Kanalmitglied. Tim Meyer. An die Kommentare Betty, Lina, Riki, Lara. Danke für deinen super Thanks. An Samira-Love1. Genau, und den ersten Kommentar hat jetzt wieder Franziska P. geschrieben. Wenn du nächstes Video aufgrüßt werden willst, schreib einfach in dem Kommentar oder sein nächstes Video der allererste Kommentar. Das war's auf jeden Fall mit dieser DSDS-Reaction mit Jurymitglied Liffy. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Teilnahme. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Danke fürs Anschauen, Leute. Und wir sehen uns morgen in aller Frische bei einem neuen Video. Ciao. Hier könnt ihr mich noch abonnieren. Hier seht ihr zwei andere coole Videos. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.